Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land und nebenan sitzt der Albert Grünfeld im Drescher. Wunderschönen guten Tag, Leute. Jo, wir warten jetzt, also ich warte jetzt gerade auf einen Anruf vom Jürgen, der aber nicht telefoniert. Auf einen Anruf vom Jürgen. Und danach würde sich dann entscheiden, ob wir Feld 101 pachten oder nicht. Oder gut, ne? Hä? Warte mal. Oh nee, das mit der Pacht müssen wir verschieben. Ich sehe gerade was sehr Schlechtes. Das Feld ist nämlich kurz vorm Verdauen. Die Synchro der Felder sehe ich gerade, Leute. Hängt mega hinterher. Das springt jetzt gerade von Wachstum 1 auf Wachstum 3 bei mir. Ist es bei dir auch so? Jetzt ist gar nichts mehr zu sehen. Jetzt ist ja gar nichts mehr drauf. Feld 101 ist bei mir tot. Verdorrt. Nichts angezeigt, ne? Braun. Also braun, dann ist verdorrt. Bei mir ist er nicht verdorrt. Also, irgendwas stimmt da gar nicht. Von dem her würde ich sagen, bringst du den Drescher zurück? Jo. Dann verschieben wir das erstmal. Ich fahre den Sojamarkt kurz verkaufen. Was kostet er jetzt? Können wir das dann irgendwie in den Griff hier mit... Wollen wir denn vorher düngen oder später düngen? Ich würde vorher düngen. Gut. Dann brauchen wir halt bloß noch. Warte haben mal. So ein Gerät, haben wir so ein Gerät eigentlich da? Das gucke ich gerade mal. Brauchen wir halt bloß noch so, hier so einen Tiefenlocker, ne? Nee, würde ich mitbringen vom Händler. Ah, Telefon. Folge Varuna, hallo? Moin. Servus. Und? Wir sind 20%. Ja. Klar. Ne, wirklich. 10% gehen an die Stadt und 10% an mich, aber du hast ja noch was du offen willst bei mir. 10%? Ja. Von der Pacht, bist du wahnsinnig? Wer hat denn das, ja. Wer hat denn das vereinbart? Das habe ich mit Norman vereinbart. Du kriegst aber 10% von der Pacht. Ja. Ja, Moment. Wenn die Pacht 100.000 ist. Und du 10% kriegst du 10.000. Ja. Also du kriegst nicht die Hälfte. Das ist dir schon klar. 10% von der Pacht. Also mal ein Beispiel. Du hast ein Feld mit 200.000 Wert. Ja. Wie viel Prozent ist die Pacht? 20%. Und davon kriegst du 10% ab. Ja, und in Euro? 200.000 kostet das Feld. Ja. Ich glaube, der hat sich wieder verrechnet. Sind 20.000, ja? Ja. So, 20.000, davon krieg ich. Also ist die Pacht jetzt doch 10% und nicht 20%. So, ja. Ja. Was? Ja. Ja. Ja, sind sie. Also Feldpreis mal 0,1. 10%. 18.000, ja, 18.000 an die Stadt, 2.000 an mich. Du hast von Duden und Blasen keine Ahnung. Doch. Ja. Kollege. Hat er mich doch. Also sind es 10% und nicht 20. Ja. Ja. Weißt du, was das bei dem Feld, wo wir uns angeschaut haben, für einen Unterschied macht? Ja, ich kann mir das vorstellen. 55.000. Der Neumann wusste doch nicht mehr. Wir haben beide vergessen irgendwie. Okay, kannst du mir mal kurz sagen, ob die 101 bei dir erntereif ist oder vergault? Die 101. Jo. Nicht am Alter. Naja. Die ist erntereif. Auf welcher Stufe? Letzte. Letzte.
Jo, dann Heide Jalla, ich nehme die in Pacht. Ja, Heide Jalla. 55.000 an dich. Wie viel? 55. Nein. Sind die Pachtgebühren. Und du vertuttelst es. Ach so. Das ist ja viel teurer. Wie Warte, teurer? Ich rechne das komplett aus. Ich fahr schon mal los, Volker, ne? Jo, Mama, ich bin... Ist aber schon eingetragen, ne? Also könnt ihr schon ernten. Gib Gas, Albert, sonst verdorrt uns das unterm Arsch. Ja, ich vergebe alles, was ich habe. Ich gehe kurz den Soja verkaufen. Ja, und dann stellst du den Hänger einfach da irgendwo ab. Jo. $49.500 bitte an die Stadt. Jo, und an dich? 4.500, sorry. So, warte, nochmal, wie viel? 4.500 an mich und jetzt 49.500, erstmal. Also, jo, mach ich, wenn ich's hab. Ich muss den Soja erst beim... Edeka hat mir ein Angebot gemacht für ein Soja, muss erst verkaufen fahren. Ah, okay, jo. Bin auf dem Weg. Ich schreib mir das dann auf. Jo, bitte. Oh, stimmt, jo. Neumann muss ja auch noch eine Rechnung bezahlen. Okay. Okay, ciao. Gut, tschö. Ja, das sind ein halber Hunderttausender. Was soll denn das? Ja, die brauchen das Geld fürs Bier. Das ist gut möglich. Laufen wir zu viel. Jojo. Alter. Alter Schwede. Machen wir ja jetzt mit wen? Mit Ernten hoffentlich. Ja, mit Mähen? Wie komme ich denn auf Mähen? Ja, mit Ernten, ja. Du sagst immer Mähen. Ja, das ist halt ein Mähter, ja. Stimmt. Hoffentlich gammelt uns das Ding nicht unterm Arsch weg. Oh, wir können ja, da muss er uns nur Lohnrechte geben. Jos, ruf ihn mal an. Ja, wer ist denn das? ich. Jetzt hab ich selber. Der Racex. Also. Ich schicke mal eine Nachricht. Ja, hoffentlich liest er die. Bevor das Feld vergammelt. Und? Wolltet nicht. Warte, ich rufe ihn an. Ja, das. Ich hab das. Oh, ja? Jürgen! Ja? Du hast den Vertrag noch nicht unterschrieben. Der kam zwar an, aber ohne Unterschrift des Fax. Hä? Na. Die Unterschrift fehlt. Ist aber freigegeben. An Albert. Ja, ist freigegeben. Ja, jetzt vielleicht. Na, die ganze Zeit schon. Warte mal. Ja, ich guck mal. Ciao. Gut. Geht jetzt? Ah, jetzt geht's. Ah ja, weil er sagt, ging die ganze Zeit. So, bin beim Edeka. Abs hat eigentlich auch ganz gutes Geld momentan. 1604? Ne, über 2000 auch. Raps? Ja, Raps, ja. 2104.
Ja, vielleicht kauft ihn das Jürgen auch ab. Diesel produzieren. Das könnt ihr ja machen, ne, Volker? Vielleicht kann er da noch irgendwas an der Pacht drehen, ne? Das wäre ja keine Pacht wohl kaum, aber vielleicht macht er uns einen besseren Preis. Und oh, irgendwann kriegen wir auch noch das eine oder andere Feld dazu, dann lohnt sich das richtig, die Landwirtschaft. Hey, 60.000 hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mit 30 so gerechnet, mit der Hälfte. Ja, Edeka zahlt gut. Hat sich ja doch mal gelohnt. Dann fahre ich rein beim Händler noch vorbei und hol den Tiefenlocker. Gut. Irgendwas zum Düngen? Achso, nee, warte mal. Dünger weiß ich gerade gar nicht. Haben wir eigentlich am Hof? Okay. Hol mal einen Tiefenlockerer. Ne, den wollte ich bringen lassen. So, ich fahre erstmal hier mähen und alles. Jo, Mama. Feld runter. Ja, ich komm zu dir. Wir brauchen erst noch mehr Geld. Ja. Oder? Lockerer ist doch nicht so teuer. Wenn du den mitbringen kannst, ne? Kann ja, ich guck doch mal. Kann er ja zur Not hinten auf den Hänger hauen. Ne, auf den Hänger geht leider nichts. Das hat er aber gut gepflegt, das Feld, ne? Hier ist kein Unkraut drauf, nix. Jo, super in Schuss. Eine gute Ernte zu werden. Neumann konnte bloß nicht sagen, was da der erwartete Ertrag ist. Nee. Schade eigentlich. Aber ja, mehr als 50 sollte man rauskriegen. Füllte haben wir für den Meter wahrscheinlich. Haben wir noch nicht gesagt. Was ist denn hier los? Moment, muss man telefonieren. Guten Tag, Lukas Müller am Apparat. Ja, Herr Müller, was ist denn bei Ihnen los? Und wie, was ist bei mir los? Warum ist der Händler zu? Schauen Sie auf die Uhr. Ja, 8.47 Uhr. Ja, es ist ab 9 Uhr öffne ich. Wo steht da bitte ein Öffnungszeitenschild? Öffnungszeitenschild noch nicht, aber ich hab's dort irgendwo zweimal geschrieben. Ja, das ist ja nicht öffentlich. Ja, ich wusste auch noch nicht, wie ich es verbreiten kann. Ja, dann warte ich noch 10 Minuten, aber dann hätte ich gerne eine Bestellung. Herr Müller, Sie sind falsch gefahren. Mit dem Herrn König. Was? Ich fahre gerade zum Händler mit dem Herrn König. Ah ja. Herr Müller, Sie sind falsch abgebogen. Bis gleich. Tschüss. Ach du Scheiße. Jetzt hat der Händler noch zu. Er macht erst einen neuen auf, glaube ich, ne? Ja, aber was ist denn das, ey? Wenn ich so dich wegfahren, so dass er kein Geld verdient. Ey, warte mal, ich kläre mal das mit dem Jürgen.
Jürgen? Ja? Bist du im Funk? Ja. Ah, Glück gehabt. So, sag mal an, was wie viel Geld kriegst du jetzt? Moment. Ich krieg 4.500. Und jetzt 49.500. Kann ich mir das leisten? Ja. 49, wie viel? 500. Okay, passt. Jo. Danke. Jo, kein Thema. Tschö. Ciao. Ey, warte mal. Ja? Du hast ja irgendwas mit diesen 8% oder so noch gesagt vor ein paar Wochen, Tagen. Ja, beim Händler. 8% auf den Einkauf. Auf einen. Egal wie groß der Einkauf ist. Ja. Also wäre es besser, wenn ich auf 200.000 8% nehme. Ja, zum Beispiel, ja. Okay. Aber bei dir ist sonst keiner vom Hof aus Schwatzing, ne? Nee. Noch dabei, ja. Okay. Okay. Weil das war nur für die Schwatzinger. Okay. Gut. Okay. Dann bis die Tage. Jo, ciao. Tschö. Ja. So, Alter, kommt da um die Ecke gefahren. Okay. Gut. Dann fahre ich mal gerade beim Händler auf den Hof. Wie voll bist du denn schon? 73. Oh, oh, oh. 73? Oh, ja. Hast du den Vorgewende aber noch nicht fertig, gell? Doch, eben gerade. Machen jetzt gerade. Wie viel Liter ist das? 12.000. Wir passen, glaube ich, hier 17.000 rein oder sowas. Jo, 17.1. So, jetzt Herr Rona. Moment, bin gerade noch im Funk. Okay. 1, 2, 5. 5 mal 17 sind. Was sind denn 5 mal 17? 85. 85.000 Liter. Also meine Hochrechnung sind so 80.000 Liter. Das wären 160.000 Euro. Das wäre ja krass. Okay, ich guck mal, dass ich den Tiefenlocker krieg, aber dann sind wir auch. Jo. Gut, bis gleich. Jo, bis gleich. Mal weg. Jo. So, Warten wir ja noch runter. Deinen Augenblick. Was ist denn Ihr Anliegen? Ich bräuchte einen Tiefenlocker. Einen Tiefenlocker? Jo. Tiefenlocker. Ja, haben Sie sich da schon was vorgestellt? Was ist denn der Vorteil von dem... Nee, warte mal. Ich nehme den Kuhn. Mhm. Warten Sie. Sind wir bei einem Gesamtpreis von 12.000 Euro? Mhm. Mit Steuern und meiner Marge. Mhm. Würden Sie 1% Rabatt geben? Ich hab so einen neuen Taschenrechner mit einem Freund, das fängt nicht so richtig an. Ja, dann wären wir bei 11.900. Das heißt, ja, können wir machen. Das heißt, ist sehr nett. Den kann ich für Sie kaufen? Ja, bestellen Sie bitte.
Gut, dann tausend an die Steuer. Warte, da müsste jetzt auch immer drin sein, wie wir jetzt. Und tausend an die Stadt. Ja. Und 900 an mich. Ja. Na, Moment. Umständlich. So. Dann danke ich recht schön. Ja, hat mich gefreut, mit Ihnen Geschäft zu machen. Ja. Bei Fragen, Problemen. Ja, dann würde ich mich melden. Vorbeikommen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, ebenso. Ist ja noch recht früh. Falls Sie einen Kaffee wollen, drin steht, glaube ich, noch eine Kaffeemaschine. Ja, ich mache jetzt erstmal Pause. Komme ich nächstes Mal, komme ich morgen wieder drauf zu. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Eine Woche RP ist schon wieder um. Und schaut gerne morgen 16 Uhr wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. So ist es.